alleingelassen Seins angesichts von 3 Millionen Flüchtlingen, die Sie aufgenommen haben. Ich verstehe Ihr Unverständnis, mit dem Sie sozusagen begleiten, unsere Skepsis, was den Militärputsch angeht. Aber ich glaube, dass es ein Punkt sehr wichtig ist. Ich hatte hier oft das Gefühl, dass eine Feindschaft der Deutschen gegenüber der Türkei oder eine grundsätzliche Skepsis gegenüber der Türkei formuliert wird. Ich glaube, man muss sehr unterscheiden, denke ich mal, zwischen den Gedanken und Gefühlen sowohl der Intellektuellen als auch der Bevölkerung gegenüber der Türkei und gegenüber der Regierung Erdogan. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und dann gibt es eine Sache, die, wie gesagt, bei aller Solidarität schon wichtig ist, über die wir nicht gesprochen haben. Was ist mit den 80.000 Inhaftierten? Denn das ist jetzt eine Sorge, die sowohl wir Medien haben, als auch viele Deutsche, ob die Türkei nicht überreagiert und ob noch der Rechtsstaat gewahrt bleibt, ob es wirklich richtig ist, sozusagen alle Kriminellen zu entlassen, die Gefängnisse zu füllen. Wir hören von Schriftstellern, von Intellektuellen, von Professoren, die verhaftet werden und machen uns da Sorge, ob die Türkei sozusagen oder die Regierung in ihrer Not vielleicht nicht eine Politik einschlägt, die sie entfernt von Demokratie und Menschenrechten und vielleicht eine Politik einschlägt, die auch letztlich gar nicht helfen wird, den Terror zu bezwingen. Das ist mein Beitrag. Und das çok fazla kişi var. Bunlar arasında akademisyen, biraz gazeteci, milletvekili gibi kişiler de var. Bu acaba Türkiye'yi demokrasiden uzaklaştıran bir tablo mu? Yoksa Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı durumda hukukun bulabildiği tek çözüm bu mu? Ja, Herr Kollege von Focus hat ja extra sogar formuliert. Es ging um Inhaftierte von Gülen-Bewegung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Grundsätzlich, so klar, alle anderen auch, aber grundsätzlich, diese 80.000 war da gezielt eine Frage. Wissen Sie, in der Türkei diskutieren wir darüber sehr offen, diskutierten wir sogar. Also wir haben in der Türkei darüber diskutiert, indem wir die Frage einfach auch selbst kritisch betrachtet haben, ob diese 80.000 wirklich alle Gülenisten sind, alle gefährlich sind. Und dann, ich habe mehr Gedanken gemacht, also Sie reden von 80.000 Menschen, die vielleicht Täterinnen und Täter sind, wissen wir momentan nicht. Rechtsstaat muss darüber entscheiden. Aber Sie haben Frauen, Ehefrauen, Sie haben Kinder. Also ich habe auch an diese Personen gedacht immer, was passiert mit denen? Also wir wollen ja diese Kinder, diese Ehefrauen nicht verlieren. Die haben vielleicht dafür gar nichts getan, dass ihre Ehemänner Täter waren. Und aus diesem Grund haben wir sehr oft darüber diskutiert, genauso wie Sie manche Fragen formuliert. Aber als ungefähr vor 2 Wochen der russische Botschafter ermordet wurde, Karlov, von einem Terroristen, der zu der Gülen-Bewegung gehört, ist auch bekannt, dass er ein Gülenist ist oder war, weil er selbst tot ist. Er war ein Gülenist und bekannt weltweit. Und er hat diese Terroraktion durchgeführt und den russischen Botschafter umgebracht. Und wir sind alle nochmal wach geworden, dass eigentlich sogar vielleicht 80.000 als Zahl klingt schrecklich, aber in einem Land, wo 75, 78 Millionen Menschen leben, ist eigentlich keine große Zahl, wenn man an eine bestimmte Sekte denkt und wenn man weiß, wie sie organisieren, wie sie schon in der Vergangenheit alles aufgebaut haben. 80.000 Verdächtige in einem Rechtsstaat nach einem Putschversuch am 15.07. Und gerade, dass wir noch immer riesige Probleme haben mit dieser Terrororganisation, haben wir gesehen, wie der russische Botschafter ermordet wurde. Vielleicht muss man uns auch von der Seite betrachten und versuchen zu verstehen.